In Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agoge. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. So, hallo. Wo muss ich? Ach, da muss ich gucken. Hallo. Kamera 1. Herzlich willkommen zu einer kleinen Runde God of War Ragnarök. Heute. Also hier sitzt unser Falke namens Freya. Da oben sitzt Freya. Und jetzt denke ich mal, dass wir hier durch müssen. Na, mal gucken. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, was du tust. Du spielst mit meinem Mitgefühl in der Hoffnung, dass ich dich am Leben lasse. Ich will doch nur helfen. Die Fehler der Vergangenheit müssen nicht wiederholt werden. Ich muss nichts über deine Fehler hören. Ich habe selbst genug gemacht. Danke. Ja, sieht noch nicht so richtig viel ein. Na, mal gucken. Oh, da können wir dann gleich... Achso, hier können wir nicht weiter. Okay. Wenn ihr das zu laut ist, wenn die Stimmen zu laut sind, das Spiel zu laut ist oder so, sagt mir das bitte in den Chat, damit ich korrigieren kann. Weil dadurch, dass ich jetzt eine neue Elgato habe, vielleicht ist das jetzt alles ein bisschen zu laut oder übersteuert oder so. Mein Mikrofon sollte auch nicht mehr übersteuern. Sollte es nicht. Sollte es nicht. Das dauert aber lange, sowas anzupassen. Da braucht man einige Streams, weil man sich hinterher seine eigenen Videos immer angucken muss. Damit das passt. Oh, da ist wieder so ein hässliches Vieh. Oh, guck mal. Alles da, das freut mich sehr. Danke, Artex. Herzlich willkommen. Vielen Dank, meine ich. Herzlich willkommen. Kann man einfach viermal sagen, herzlich willkommen, passt schon. Das ist aber okay. Da hinten ist eine Kiste, die holen wir uns gleich. So, Axe ist stärker als... Ihr wisst schon, als Ding, ne? Sagt man das nicht so, als Ding. Ah! Ich wollte wegspringen, habe aber Kreis gedrückt. So, pass auf, jetzt machen wir das so und dann machen wir mal. Ich habe eigentlich gehofft, dass es besser klappt, aber na gut, okay. So. Wow! Vielen Dank für die weiteren Rosen. Ich finde diese Gothic-Texte ja total genial, ne? Muss ich ehrlich mal sagen. Heute habe ich extra noch mal ein Video geschnitten. Ich habe Gothic 2 bei YouTube ja fertig gemacht. Und da hat es irgendwie eine Folge nicht hochgeladen. Irgendwas ist da schiefgegangen. Und da habe ich heute früh noch mal extra eine Zwischenreihe, eine Folge. Hatte ich Glück, dass ich das Rohvideo noch hatte vom Livestream. Bam, bam. Und dann noch mal so und so. So, jetzt haben wir alle kaputt, oder? So. Ich habe gar nicht viel Lebensenergie verloren. Und ich bin voll mit Rage. Ich glaube, ich habe Rage momentan eingestellt, dass ich mich damit heile. Warum sitzt hier ein... Was ist das für ein Kumpel? Was ist das? Wieso habe ich jetzt einen Baum kaputt gemacht? Wozu war das jetzt da? Warte, auf das noch ein Baum. Ich muss noch einen Baum kaputt machen gleich. Bisschen Hacksilber. Ich würde sagen, da drüben war noch eine Kiste, an die ich irgendwie ran kann. Oder war das die hier? Lass mal ganz kurz mal was probieren, ob ich die Vase anbrennen kann. Also wenn ich das nächste Mal auf eine Games Convention oder so eine ähnliche Messe gehe, kaufe ich mir vorher die Chaos Clean. Die gibt es bei eBay für 30 Euro, gibt es die. Da hast du die so handgroß hier. So groß hast du die dann. Und ich habe ja noch die Jacke hier. Da gehe ich als Kratos verkleidet zur Gaming-Messe zur nächsten. Die Kaktus wäre, die ist ja gerade erst gewesen, die Kaktus-Messe. Aber die ist nächstes Jahr ja bestimmt nochmal wieder. So, na gut, okay, dann müssen wir jetzt hier hinten. Und hier ist noch ein Baum zum kaputt machen. Vielleicht war ich die kaputt, damit dann die Freya nicht mehr drauf landen kann. Was macht er denn jetzt? Achso, das wäre, um die Wölfe zu hauen, wa? Also die Tiere, die hier rumgerannt sind. So. Na, jetzt wird Freya gleich wieder eine Geschichte erzählen. Ich sehe dich, Vögelchen. Wo ist ein Brock eigentlich hin? Alle wollen mir unbedingt Ratschläge geben. Als ob ihr mich oder meine Bedürfnisse kennen würdet. Ihr seid schuld am größten Verlust meines Lebens, um mich zu retten, obwohl ich es gar nicht wollte. Tja, es war meine Familie, mein Chaos. Ich weiß, Baldr war nicht perfekt, aber er gehörte zu mir. Ich weiß. Du weißt es? Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, ein Kind zu verlieren? Ja, habe ich. Du hattest noch eins? Vor Atreus? Ihr Name war Calliope. Calliope.
Was ist passiert? Es ist so lange her. Vergiss es. Ich hätte nicht fragen sollen. Wo sitzt die denn? Aber ja, Kratos hat seine Calliope selbst umgebracht. Das kann man ruhig dazu erzählen. Ach, da saß sie. Okay. Dann habe ich mich gerade geirrt beim Umgucken. War ich falsch orientiert. Habt ihr das noch erzählt, dass er Calliope selbst umgebracht hat? Wäre natürlich schon krass, ne? Guck mal, hier kann man hier Feuerchen machen. Ey, übrigens hat meine Frau, habt ihr das gesehen bei TikTok? Meine Frau hat mir ein T-Shirt gekauft zum Männertag, wo die Axt hier drauf ist. Die. Geil. Schönes T-Shirt, sehr schönes T-Shirt. Mal gucken, wenn ich das so trage, wem das auffällt. Da bin ich auch gespannt. Ne, hier brennt erstmal nichts an. Ein Gas, was hier aus der Wand strömt. Ich habe mittlerweile so richtig God of Warzimmer hier. Hinter mir hängt, da hängen hier Zeus und daneben, da vorne stehen Hades und Persephone. Ach, geil. Ich glaube, Persephone hat er tatsächlich auch bekämpft in einem PlayStation Portable-Ableger von God of War. Ne? War das nicht so? Ja, da muss ich vielleicht doch nochmal mit der Axt so ran. Hab die Bombe doch schon fast übersehen. Ah, das schießt doch. Hat sie versucht, Freya abzuschießen, die Pflanze, ne? Ach, guck mal, da ist noch was. Aber Leute, wisst ihr was? Guck mal, was ich auch noch hab. So, naja. Whatever. Ihr könnt natürlich alle zielen mit so einem Controller. Was ist denn da? Warte mal. Oder was einfrieren? Nee, guck mal, da war es in die Luft jagen. Beobachte das mal kurz. Ich doof, Alter. So, den wollte ich nehmen. Ah, hier geht gar nichts. Ah. Was war das doch mal gleich für ein Move? Ich erinnere mich doch, da war doch irgendwas. Na gut, wir gucken mal, falls ich Fernkampf machen muss. Hört ihr die romantische Musik im Hintergrund? Die ist ganz leise, ich höre sie. Fällt man später frei. Wird also irgendwie zu tun haben mit der neuen Waffe, die man noch irgendwann kriegt, nehme ich dann mal an. Ne? Herzlich willkommen, Luca, im Livestream bei TikTok. Da sitzt sie wieder, Freya. Und immer, wenn ich da durch so einen Punkt durchlaufe, erzählt sie mir was. Mal gucken, was er jetzt erzählt. Ist das erzählt? Gornisch. Hey, Also besetzen Sie Warnerhelm, wie ich befürchtet hatte. Warte mal, wie war das gleich? So war das. War so richtig, okay. Die besetzen jetzt Warnerhelm, so sieht's aus. Gabe der Stärke. Wollte ich Was ist das? Angriffe werden an ihren Schilden abprallen. Ah ja. Okay, warte mal. Muss ich erstmal kurz gucken, wie mache ich das? Schildattacke. Okay, die ist kaputt. Die schreit ganz schön rum. Wer war denn das jetzt? Ich hab doch gewusst, dass hier noch irgendwas ist. Das ist Scorny. Ah, das sieht mir ein bisschen auf den Sack. Ey, ich hab doch extra geblockt, Mann. Schnäppe. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mach jetzt den. Hier, was macht das? Wo bist du? Irgendwo da oben? Von wo schießt sie denn? Wo ist sie denn? Da! So, warte mal. Oha. Geschieht den Asen recht. Das sind furchtbare Kreaturen und sie verteidigen ihr Revier. Viel Glück. Danke.
Krass, guck mal, ah, der hat da irgendwie so ein... Das war sein Schild, glaube ich, oder so, ne? So, dann machen wir jetzt... Nimm mal schön die Attacken, die ich immer wieder vergesse zu machen. Jetzt haben wir ihn kaputt. Guck mal, jetzt geht das auch. Okay, was immer das war, es war krass. Es war krass. Haben wir da irgendwas Schönes dabei? Bestiengebein. Okay. Geschah ihm recht, hast du gesehen? Da oben wurde der Klasse mal gefressen von dem Tier. Genial. Wir müssen zu diesem Wachturm. Der Weg führt durch dieses Tal. Hier lang. Wo ist hier lang? Wo bist du denn? Wieso kann ich denn die immer nicht zuordnen? Komm ich da hoch irgendwie? Eine sehr interessante Sache. Jemand, der sich auskennt. Auch gut. Wo ist denn jetzt dieses dumme... Ich muss da... Ach, hier muss ich lang. Ach, hier sitzt sie ja auch. Ich sehe die immer nicht. Ich kenne die Geschichte deines Sohnes. Du sollst die meiner Tochter kennen. Ein grausamer Gott täuschte mich und ließ mich ein Dorf auslöschen. Ich wusste erst, dass meine Frau und meine Tochter dort waren, als ihr Blut an meinen Händen klebte. Ich schwor Rache. Das ist unvorstellbar. Ich rächte sie tausendmal und legte den Olymp in Schutt und Asche. Doch die Schuld blieb. Vielleicht wirst du mich töten, Freya. Aber es wird dir keinen Frieden bringen. Vielleicht will ich keinen Frieden. So, guck mal, hier haben wir was Wichtiges. Okay, jetzt wird Freya das verstehen. So oft, wie ich zu dir kam. Warum hast du nie gegen mich gekämpft? Es wäre immer eine Niederlage gewesen. Was soll das heißen? Ich wollte dir nie etwas antun, Freya. Du hast Atreus gerettet, als er krank war. Ich wollte nicht damit leben, dich zu töten. Genauso wenig, wie ich sterben wollte. Verstehe. Die intensiven Gespräche, ne? Das ist schon cool. Ist ein bisschen, also ich frag mich... Martin! Hallo, herzlich willkommen, Martin! Sind immer ganz... Diese Gespräche sind immer so toll. Martin, wir sind gar nicht viel weitergekommen, seit du das letzte Mal dabei warst. Oh, hat's mich wieder doch erwischt. Lass mal kurz ein bisschen Heilung reinnehmen. Du hast die Story jetzt schon durch. Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob die Story hier wirklich. Bei dem anderen Spiel ging die Story ja relativ lange. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt nicht zu schnell durchrushe. Was auch hier ist, erstmal was zu holen. So, oh, das ist doch schon mal. Das ist schon mal ein sehr schönes Ding, weil. Und ich genieße das. Ihr Gesang macht ihre Verbündeten unverwundbar. Sie werden dich nicht durchlassen. Du musst sie vernichten. Danke für die GGs, Martin. Die mal kaputt machen. Ja, also da, ich genieße das ja wirklich wie so ein Film, wie so eine Netflix-Serie, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich versuche das ja auch bei YouTube schon fast zu bauen, als wäre es wie so eine Netflix-Serie. Weil ich es einfach... Oh. Ah, das hat die gemeint, mit dir heilen sich. Okay, wenn der eine singt für den anderen. Okay. Ja, spannend. Das ist natürlich ganz spannend. Das ist der. Ah, ja. Jetzt haben wir den hier runtergehauen. Alter. Komm her, du kleines Tier. So, jetzt ist der erstmal weg. Ich hatte erstmal überlegen müssen, jetzt von wo dieser grüne Faden kam. Und dann habe ich es gesehen, dass das von dem Affen da oben saß.
Nice Sache. So. Immer mal auch mal L1 drücken, ne? Martin, fällt dir auf, ich habe eine neue Elgato. Das müsste jetzt quasi, das Bild müsste jetzt ein bisschen schöner sein. Es müssten jetzt sein 60 Bilder pro Sekunde. Es dürfte nicht mehr so dolle ruckelig sein, wenn ich hier spiele. Das war nämlich letztes Mal, ich habe das gemerkt beim Zusammenschneiden der YouTube-Videos, dass das irgendwie, das hat mich selber nicht abgeholt. Und da habe ich noch mal eine neue Capture-Card gekauft, mit der ich das Bild auf meinen Laptop bringe. So, wo muss ich jetzt durch? Kam ich über die Brücke? Nee, muss ich über die Brücke. Mein Dorf. Ich erkenne es kaum. Freyr und ich spielten in den Feldern verstecken. Wir verbrachten Tage damit, Honigbrot aus der großen Halle zu stehlen. Zur Erntezeit tanzten und schlemmten wir bis Sonnenaufgang. Es war ein leichtes Leben. Warum musste ich zurückkommen und an all das erinnert werden? Rayer ist ihr Bruder. Sind wir jetzt das Dorf, das verlassene Dorf oder was? Das verlassene Dorf. Sehr schön. Wir werden bestimmt nochmal dieses Teil da drehen müssen, diesen Kran. Ich bin mir fast sicher, dass wir das nochmal woanders brauchen. Diesen Schlenker. Ach, da hinten ist was zum Lesen. Zum Glück können wir ja mittlerweile die Runen lesen. Also ich nicht, aber. Eine Ruine. Mich nervt das, dass ich immer nicht weiß, wo die sitzt. Da sitzt sie. Wir lesen erstmal, was hier so an der Wand steht. Ja. Möge Freya niemals wanken. Die andere Hälfte fehlt. Möge sie uns stets beschützen. Ein altes Sprichwort sozusagen. Rhea, aha. Rhea war die Beschützerin hier. Guck mal, was hier rumliegt. Quacksilber. An einem toten Ritter. Hier gibt es einfach so viel zu entdecken. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu schnell ist. Sich mal ein bisschen langsamer drehen, mal ein bisschen langsamer bewegen. Was haben wir hier? Ah, hier kann ich durchgehen. Ich höre sie da drin. Mach dich bereit, sie zu erledigen. Natürlich. Die gehen mir auf den Sack, ne? Ehrlich. Die haben erstmal eingefroren. Und dann gehen wir hin und dann machen wir die nämlich Bam. So machen wir das nämlich. Bam, bam, bam. Die machen wir trotzdem. Mit dem komischen Schild. Ah, okay, die haben wir jetzt runtergeschmissen, ne? Das sind noch zwei, okay, machen wir die auch noch. So, zack, und weg. So, tschüss, schlaf gut. So, jetzt haben wir sie alle, oder? Nicht genug, was Odin mir angetan hat. Er hat jede Erinnerung, die ich an mein Zuhause habe, entfernt. Sei froh, dass du ein Zuhause hast und dass du dich gern erinnerst. In Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agoge. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. Abends schlichen wir nach Hause, allein, gejagt von den Wölfen. So werden Spartaner gemacht. Krass, oder? Ich habe hier einen Spartanerhelm hinter mir hängen, also so einen kleinen Schlüsselanhänger. Natürlich, es ist ja, muss ja auch so sein. Du wirst ja nicht eine Spartanerarmee. Wenn du ein bisschen Kindergarten machst, das ist nun mal so, ne? So, hier sind wir hin und her gesprungen. Da kommen wir rüber. Also jetzt gehen wir mal gucken, gucken wir mal, was hier hinter dem Tor ist. Ne? Wollen wir doch da mal reinschauen. Was haben wir denn da? Haben wir schöne kalte Getränke gegönnt. Für den Kühlschrank. Draußen in der Garage steht ein Kühlschrank. Habe ich Geschenke gekriegt zum Geburtstag. Mal irgendwann. Letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Ein neues Spiel Plus lohnt sich das, wenn man jetzt, also bei God of War 2018,
muss ich ja die Walküren noch besiegen. Lohnt sich da ein neues Spiel plus und gleich von Anfang an? Also ist das sinnvoll oder macht man da lieber das in dem einen Spiel noch zu Ende mit den Walküren und so? Der Atreus hat letztens schon mal erzählt, dass wir die Walküren platt gemacht haben. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe nicht eine einzige. Diese Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die wir einst im Vorland von Midgard fanden. Ja, und das heißt, was heißt das? Was muss ich kaputt machen? Das, ah ja. In Ragnarök auch, ja, okay. Ah, okay, einfrieren. Einfrieren? Ja, jetzt weiß ich, was die meint, okay. Aber bevor wir jetzt da lang gehen, gucke ich schon mal ganz kurz, ob es hier hinten noch was geht. Dann müssen wir die auf jeden Fall nochmal weghauen. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Hier ist eine Kiste, oder? Ja, wusste ich doch. Guck mal. Hätte ich doch fast wieder verschlafen. Sehr schön. Zwergenstahl. Wird sich Brock aber freuen. Wo ist eigentlich Brock? Wo haben wir denn den zurückgelassen? Warum ist er denn... Wo ist er denn eigentlich? Den haben sie entführt. War das nicht so? Warte mal, den Brock haben sie doch entführt. Dein Durchspielrekord in der Durchspielgeschwindigkeit. Oh. Wäre knapp gewesen jetzt, hä? Gibt's da so Challenges? God of War Speedrun Challenge? Das kenne ich gar nicht. Das ist aber wäre mal eine Idee, ne? Ach, der ist ja bei Mädel geblieben, stimmt. Bei seiner Zwergin ist er geblieben. Bei seiner Zwergenfrau, das stimmt. Bei Freyr im Lager ist er. Tja, wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass du so geworden bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende nahm. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ganz genau. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Die Mäuren haben wir ja auch besiegt. Siehste? Aber ich finde das so krass, dieses Zusammenspiel und dieses Erklären, was in der griechischen Mythologie ist. Okay. Das finde ich so schön, dass das einfach hier so die griechische und nordische Mythologie zusammenbringt, dass Parallelen gezeigt werden. Und Leute, wenn die in der ägyptischen Mythologie spielen, wird es das ja auch geben. Da wird es ja auch dann, ne, Zusammenhänge aufgezeigt oder Ähnlichkeiten dargestellt werden. Oder wenn sie in die römische Mythologie gehen, die ja im Grunde die griechische ist, mit anderen Namen. Da bin ich gespannt, meine Damen und Herren. Jetzt gucken wir erstmal, danach erstmal das da einfrieren. Dann gehen wir uns mal die Kiste holen. Aber theoretisch könnte man ja, indem man in die römische Kultur geht, könnte man ja eigentlich fast das gleiche Normalspiel wie die ersten drei Teile, nur dass die anders heißen. Das würde mich auch mal interessieren, ne? Dass dann eben Neptun anstelle von Poseidon kommt. Aber eigentlich beschreibt es ja schon den gleichen Gott, ne? Aber ich will da auch nichts Falsches sagen. Vielleicht gibt es ja doch auch noch andere Zusammenhänge oder auch Unterschiede natürlich. Wird es auch geben. Hab letztens was gehört. Hades soll wohl, ist wohl, also habe ich irgendwie bei Twitter habe ich es gelesen, also bei X. Da hat jemand geschrieben, Hades oder Loki. Und dann haben die Leute schon geschrieben, ich finde, Hades ist einfach so ein ehrlicher Gott und so. Atreus gäbe dir bei den Prophezeiungen recht. Er stürmt blind in sein von Riesen geweissagtes Schicksal. Verschwindet für zwei Tage. Will sich als ihr Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Groa hatte diese verborgen. Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Ha. Gut gemacht, Groa.